Startposition. Schläger vor dem Körper mit beiden Händen halten und stehe seitlich zur Grundlinie. Hole maximal bis Kopfhöhe aus und führe die Schleife bis zur Grundposition aus. Schlage den Ball nun von hinten unten nach vorne oben und verlagere dabei dein Gewicht vom hinteren auf das vordere Bein. Treffpunkt. Beide Handgelenke sind stabil, linker Unterarm hinter dem Schläger, Schlagfläche ist senkrecht. Endposition. Du solltest nun auf deine imaginäre Uhr am linken Handgelenk schauen können. Das rechte Schulterblatt zeigt beim Ausholen zum Netz. Und am Ende nach hinten. Trainingsaufgabe. Spiele den Ball 10-mal fehlerfrei in Folge. Die Bälle drehen sich dabei vorwärts. Mit Vorwärtsdrall, also Spin und Schleife, geht's nun weiter zum nächsten Schritt.